Heute im Elefantentempel, da gibt's was zu feiern. Und Fungu auf Kollisionskurs. Die Gänsegeier. Die unumstrittenen Herrscher der Lüfte in der Freiflugvoliere. Und zumeist der erste Blickfang für die Besucher. Doch um die geht es heute nicht. Vielmehr um die hier. Eine Spezies, die schon fast verschwunden war und eine Etage tiefer ihr Zuhause hat. Noch sind sie ahnungslos. Das wird sich gleich ändern. Kirstenrot und Maria Reitzig sind im Anmarsch. Wir wollen heute mal in die Nester reingucken, mal schauen, ob die Waldrappen fleißig waren, wie viele Eier wir haben, also ob die befruchtet sind, ob die unbefruchtet sind, ja, und wo welches Küken dann im Endeffekt schlüpft. Die waren halt wirklich in Europa schon komplett ausgestorben, beziehungsweise aufgegessen worden. Na, das ist ein Vogel, der unfassbar gut schmeckt und seit dem 17. Jahrhundert dann ja, auf dem Teller der Menschen gelandet ist und dann wirklich bloß noch, genau. Oh Gott, ich würde es nicht ausprobieren, aber gut. Ja. So, und jetzt gucken wir mal. Hallo, Schatzis. So, wir müssen ein bisschen gucken. Der Gänsegeier hat nämlich auch Nachwuchs. Wir haben tatsächlich ein Gänsegeierküken. So, große Panik. Hallo. Gut, ich würde hochgehen. Bereit, wenn du es bist. Also ein Ei brauche ich nicht mehr rausnehmen. Was, vier geschlüpft oder wie? Momentan sehe ich nur drei. Oh. Wo ist denn dann das eine hin? Also eigentlich waren da ja vier Eier drin. Eins war bei der letzten Kontrolle im Schlupf. Also von daher müssten eigentlich noch vier da sein. Die sehen sehr gut aus. Also siehst auch Größenunterschied. Das eine ist größer. Bei dem daneben sind noch zwei und zwei sind geschlüpft. Das eine ist noch ganz klein. Ich kann ja kurz schon mal rüberschwenken. Und die gucken alle beide sehr verschlafen. Ich werde beobachtet. Das ist natürlich nicht in Ordnung, dass ich hier einfach so an die Nester rangehe. Na, also die kennen das schon. Ne? Man merkt ja auch, die sind tatsächlich recht entspannt. Ja, hoffentlich bleibt das auch so. Und wie sieht's bei den Eierdieben aus? Oh, guck mal, Maria, das eine ist schon angepickt. Okay, soll ich zurücklegen? Ja. Also bei dem zweiten ist noch nichts angepickt. Okay, also packe ich jetzt erstmal nur das eine zurück. Ja. Und dann gucken wir jetzt einfach, dass das noch in Ruhe schlüpfen kann. Das stören wir jetzt gar nicht. Normalerweise schauen wir uns jetzt die Eier genau an und würden die mal durchleuchten, um zu gucken, wie der Entwicklungsstand des Kükens ist oder ob das Ei überhaupt befruchtet ist. Und das machen wir gleich mal. Ja, da heißt es, Licht ins Dunkel bringen. So, jetzt wird es einmal dunkel. Genau. Mal gucken. Kann natürlich sein, wenn das Küken so weit ist, dass man gar nichts mehr sieht, so wie das jetzt der Fall ist. Ja. Also muss man davon ausgehen, dass es auf jeden Fall befruchtet ist und das wahrscheinlich auch die nächsten Tage schlüpfen wird. Also ganz zurück zu seinen Geschwistern. Ja, ein hoffnungsvoller Start. Mal sehen, wie es in den anderen Nestern aussieht. Maburi, die neue Zuchthoffnung bei den Spitzmaulnashörnern. Schon drei Wochen hier, lebt sich langsam ein. Da gibt's für die anderen Bewohner einige räumliche Veränderungen. Auch für Fungu bei seinen Spaziergängen an der frischen Luft. Wieder was Neues, was aber gar nicht so neu ist. Fungu, unser Nashornbulle, läuft ja jetzt schon seit einer ganzen Weile draußen auf der Anlage 3, also eigentlich auf unserer Gepardenanlage. Und soll heute mit unseren Geparden auch vergesellschaftet werden. Wieder kennt er ja schon vom letzten Jahr. Aber wir haben ihn jetzt erstmal alleine ein bisschen Zeit gegeben draußen auf der Anlage. Und jetzt ist es wie gesagt so, dass es wieder wie letztes Jahr ist, dass die Geparden auch wieder mit ihm zusammenlaufen. Ne, und dann gucken wir mal, was passiert. Und jetzt habe ich bloß noch ein paar Leckerchen mitgenommen, um ihn das Ganze ein bisschen zu erleichtern. Das machen wir mal. Ja, Robert legt auch heute eine Apfelspur, um Fungu in jede Ecke zu locken. Manchmal Das war gar nicht so einfach. Na ja, das muss ich auch hier noch mit angucken. So, haben wir noch ein bisschen den Rest verteilen.
Die Äpfel sind so klein, da muss man ja wirklich eine Pyramide bauen, dass der das sieht. In dem hohen Gras hier. Alles ist verteilt. Nun müssen nur noch die Hauptdarsteller mitspielen. Für die Geparden wird das wieder was Neues sein. Ne? Die werden dann bestimmt auch mal gucken gehen beim Nashornbullen. Und mal ausreizen, wie weit sie gehen können. Das haben sie ja mit dem alten Bullen auch gemacht. Ne? Dass sie da mal hinterher gelaufen sind und mal gucken, wie er reagiert. Und sich gewundert haben, dass so ein Nashorn auch ziemlich schnell sein kann. Aber die alten Mädels sind noch schnell genug, dass die noch wegkommen. Also so ist es nicht. Wird schon gut gehen. Robert, beste Hoffnung. Mal sehen, ob er recht behält. Na Tristan, dann tu mal dein Bestes. Und dann auf geht's. Versuchen muss man. Im Elefantentempel steht morgendliches Schwimmen für den Nachwuchs an. In Begleitung. Ja, es ist auf dies Verlass. Auf Panther ist immer Verlass, oder? Fehlt bloß noch Zaya. Die beiden Bademeister Tristan und Danny haben alles im Blick. Auch hier die paradiesische Frucht als Lockmittel. Allerdings mit überschaubarem Erfolg. Wir können ja jetzt ganz gut erkennen, dass wir hier ganz unterschiedliche Nixen haben zum Baden. Ja, also zum einen eben Panda, die die Äpfel auf jeden Fall will und bis ganz vorschwimmt. Akito, der jetzt noch kurz abwartet, sich akklimatisiert. Dann Zaya und Keva, die überlegen immer mal. Je nachdem, wie groß jetzt gleich der Spaßfaktor wird, dann kommt die Zaya auch mit rein. Ja, jetzt ist erstmal wichtig, dass die ganzen Äpfel eingesammelt werden. Die Jungtiere versuchen es natürlich. Deswegen bleiben die noch so ein bisschen am Beckenrand stehen, weil schwimmen und dann noch nebenbei Apfel fressen ist immer ein bisschen schwierig. Die kleine Zaya traut sich heute nur bis zum Knöchel. Ja, jetzt geht Akito baden. Akito dagegen geht auf Tauchstation. Doch irgendwann hat das Planschen ein Ende. Einmal ist leer. Ja, dann nehmen wir den Käfer hinter ja, zum Training. Mit ihrer Zaya. Und dann fangen wir das normale tägliche Training an. Ja, und gucken mal, wie sie sich anstellen. Ja. Na los. Auf geht's. Was aber die beiden noch nicht verraten haben, es wird noch eine kleine Überraschung geben. Zurück in der Freiflugvoliere. Die Waldrappen ganz aufgeregt. Die nervigen Nestgucker sind weiter auf Klettertour. Und wie sieht's da aus? Also unsere Waldrappen haben sich ja angewöhnt, immer mal Futter mit ins Nest reinzunehmen. Deswegen liegen da immer mal, Fleischstückchen oder ein paar Mäuse. Und deswegen sieht's ja unaufgeräumt aus. Und dann haben die quasi noch Futter mit drin. Der Waldrapp, kein Kostverächter. Selbst unterirdisch ist nichts vor ihm sicher. Hier haben wir den Schnabel so gebogen. Das heißt, also die pickern schön in der Erde. Hier hat man so kleine Löcher und holen sich da Würmer und Insektenlarven raus, fressen aber durchaus auch Amphibien, also Frösche zum Beispiel oder Kleintiere wie Mäuse. Wie im Akkord. Das nächste Nest geplündert. So. Auch die hier müssen zur Durchsicht. Haben wir heute noch irgendwas vor? Das ist hier ein tagesfüllendes Programm. Spannend. Siehst du das? Guck mal, hier ist es hell. Siehst du das? Ja. Also ich würde das erstmal beiseite packen. Ja. So, okay, machen wir das nächste Ei. Und hier ist die Ader. Ah, das ist wunderschön befruchtet. Ja. Ja, ist halt schwer zu sehen, deswegen muss es wirklich dunkel sein in dem Raum, damit man überhaupt was sieht. Jetzt haben wir noch zwei. Und hier sind auch die Adern. Ja. Wunderbar. Schön. Und hier ist es auch befruchtet, auch schön die Adern zu sehen. Hallo. Da. Na, du wirst wohl als erster schlüpfen. Schön? Bewegt sich gerade schön? Ja, das bewegt sich gerade. Das ist ganz idiot. Da kommt schon. Ja. Das ist drin. Man denkt ja ein bisschen so an seine eigenen Ultraschallbilder, wo man schwanger war, wenn sich hier das kleine Küken bewegt. Das ist ganz niedlich. Hm. Nest 4, 3 befruchtet. Also das ist wirklich eine gute Quote. Jetzt haben wir bloß noch Nest 8 und dann haben wir alle durch. So, haben wir alles
Ja, und Sonne scheint auch. Ein perfekter Tag für solche Geschichten. Das Rendezvous der alten Bekannten kann beginnen. Gut, das Erste, was wir jetzt machen, sind die Geparden rauslassen. Weil das ja im Grunde genommen ist ja das schwächere Tier und man nimmt erstmal die Schwächeren auf die Anlage raus und die Starken erst hinterher, logischerweise. Ne? Gut, dann machen wir das. Und da sind sie, die beiden älteren Damen. So, wollen wir mal. Mädels, wie sieht's aus? Heute ist ein großer Tag, heute kriegt er mal Besuch. So, fein. So, Nummer 1 ist getan. Und Nummer 2 ist auch startbereit. Ne, Diggi? So, geht los. So, Obacht, mein Schatz, langsam. Ja. Na, komm mal rüber, komm, mein Schatz, komm. Komm mal rüber, mein Häschen. Feiner Junge. Hm? Alles fein. Fein, fein, fein. Du kriegst heute Besuch von 2 Damen. Aber vielleicht anders, wie du dir vielleicht vorstellst. Ist nicht dein Beuteschema. So, na gut. Dann lassen wir den Dicken jetzt raus. So, mein Dicki. Und los geht's. Na, geh mal gucken, geh. Fungo draußen. Aber eilig hat er es nicht. Irgendwas scheint ihn auszubremsen. Er ist jetzt immer an dem Tor und da ist er immer ziemlich oft zu Gange in letzter Zeit, weil die Mädels da drüben stehen. Deswegen hat er seinen Rüssel schon mehrfach daran gehalten und mal geguckt, was da los ist, ne, Tiki? Geh mal vorne gucken, da liegt auch noch was Schönes. Ich komm mal jetzt mit rum, hm? Da gucken wir mal zusammen. Oh, nee, also wenn man ja fürs Kilometerlaufen Geld kriegen würde, da wäre ich ganz weit vorn. Und wo steckt der Koloss? So, jetzt ist er wohl vor sein Schieberchen davor gegangen. Und der Gepard schnürt hier vorne rum. Fungo kommt irgendwie einfach einen Hintritt. Bestimmt sind die Mädels da vorne an dem Tor, was ich vorhin schon gesagt habe. Ich weiß gar nicht, ob der die Geparden überhaupt schon gesehen hat. Tja, Fungo hat, wie es scheint, keine Augen für die Katzen. Ob sich das noch ändert? Ah, Danny und Tristan machen gleich den Personal Trainer, nehmen Keba und Zaya unter ihre Fittiche. Doch es gibt noch eine kleine Überraschung. Zaya hat Geburtstag. Ja, sie feiert, also feiert ist immer übertrieben gesagt, aber sie hat heute ihren ersten Geburtstag. Da haben ein paar nette Besucher an uns gedacht. Eine kleine Elefantentorte. Wir machen jetzt, holt die Käfer nach hinten in den Boxentrakt, machen da ein kleines Training und dann kommt die Freude. Ja. Käfer, komm rein. Ach, und da sehen sie schon, die beiden. Was willst du machen? Ich nehme das Geburtstagskind. Zaya, komm vorwärts. So ist fein gut, Zaya. Sehr, sehr gut. Komm hier. So ist fein gut. Also im Endeffekt natürlich erstmal Grundlage schaffen, dass die Tiere uns vertrauen. Zaya, komm hier. Genau, dass es quasi erstmal in Verbindung gebracht wird. Die Tiere kommen zu uns. Bei uns gibt es was Leckeres, bei uns ist es schön. Uns kann man vertrauen. Und da ist sie weg. Zaya. Zaya. Ja, das Vertrauen zur Mama ist offenbar größer. Na los, komm vorwärts. Gut, Zaya, so ist fein. Zaya hängt so ein kleines bisschen hinterher, was auf jeden Fall auch nicht schlimm ist. Also Akito und Bao sind da schon ein bisschen weiter, wo wir auch mit den Füßen schon die Füße heben lassen, Rüssel heben lassen. Bei Zaya dauert es einfach ein kleines bisschen länger, einfach weil sie so auf die Mutter fixiert ist. Man hat das ja gerade gesehen, sobald hier ein paar mehr Leute da sind, ist er auch relativ unsicher. Und rennt dann doch eher mal noch zurück. Genau, also bei ihr ist wirklich erstmal die Grundlage zum Pfleger kommen und gerade dastehen bestenfalls. Und quasi, dass sie mit uns immer was Gutes, was Positives verbindet. Apropos, Danny holt schon mal die Überraschung. Guck mal, Zaya.
Und da ist es, das leckere Törtchen. Oh, da läuft sogar der Käfer das Wasser im Mund zusammen. Doch keine Sorge, hier passt nur Zaya durch. So, fein, Zaya, komm, vorwärts. Zaya. Also, Käfer findet es interessanter. Und bei den bereits kontrollierten Waldrappennestern? Als ob nichts gewesen wäre. Ach, ihr Süßen. Ihr seid so entspannt. Guck mal, diese Zische wieder. Ja, hallo. Also da merkt man mal, ne, das ist hier. Ich meine, die kennen auch ihre Pfleger. Die wissen auch, dass da nichts passiert. Beziehungsweise der Druck zu brüten ist auch einfach so groß, so wie es sein muss, dass sie sofort wieder draufgehen. So. Die wissen auch, dass wir die Eier wieder zurückbringen. Die kennen das ja von daher, dass wir das einmal in der Woche machen. Kannst du mir das wieder hochhalten? Natürlich. Elegante Sportübung. Akrobatisch werden die letzten Eier zurückgelegt. Und dann ist der Spuk hier drin auch schon vorbei. Doch da war ja noch Nest 8. Dafür geht's nun hinter die Kulissen. So, Maria, Nest 8. Das wird ein Überraschungspaket. Ah, müssen wir mal gucken. So, die letzten Tage, wo ich sauber gemacht habe, habe ich keinen Elternteil mehr gesehen. Oho, das lässt nichts Gutes vermuten. Achtung, mal vorher anklopfen, ich weiß, doch jemand noch hier sitzt. Und? Okay, also ein Ei haben wir. Und ich komme gerade so ran. So, warte mal, ich nehme dir das mal ab. Hast du? Das Wertvollste, ja. Das goldene Ei. So, eins, naja, gut. Hätten da noch drei mehr sein können. Tja, aber immerhin. Okay, ich möchte jetzt nur befruchtet. Hallo, ich sehe es doch von hier. Was siehst du denn? Dein Finger? Ja, das kann sein. Und das Ei scheint, die Luftblase ist schon größer, es ist sehr, sehr wapplig. Also ich denke mal, dass das eher abgestorben ist. Maria, willst du mal reingucken? Also das müssen wir eh draußen machen, das wird eine Schweinerei. Wir können gerne aufmachen. Also das ist definitiv unbefruchtet oder abgestorben. Weil das würde mich mal interessieren. Ja, können wir gerne machen. Können wir. Also ich finde es immer ganz gut, auch wenn das manchmal tatsächlich sehr undankbar ist, weil die, gerade wenn die jetzt abgestorben sind und eine Weile liegen, dann riechen die auch sehr unangenehm oder können im schlimmsten Fall mal explodieren. Also ich würde jetzt auch mein Gesicht wegnehmen. Also explodieren denke ich nicht. Das riecht man dann manchmal schon von außen. Ja. Wenn die Eier sehr, sehr alt sind oder von daher, dass wir ja regelmäßig gucken, können die ja gar nicht so sehr gammeln, dass das hier wegplatzt. Achtung, ich bin bereit. Fungo, der Torsteher, weiter im Tunnel, fasziniert vom Duft der Mädels. Vielleicht kommt er hier jetzt mal aus seiner Ecke. Denn da pirscht sich jemand ran. Da kommt der Gepard dahinter. Ja, und? Nö, so richtig jucken tut's nicht, anscheinend. Der Ölgötze. Naja, ich gucke mal, vielleicht kriege ich ja mal vorgerufen. Dicky, komm mal vor, komm. Dicky, komm mal hier. Ein feiner Junge, komm. Na, endlich. Oh, das war knapp. Doch Fungo. Und bleibt auf Kurs. Komm hier, Großer, komm. So ein feiner Junge, komm. Ist fein. So ein feiner. Na, für den Miezen ist das nicht, ne? Aber man sieht schon, es ist auch relativ entspannt zwischen denen. Die kennen das ja auch schon über Jahre, dass immer mal ein Nashorn hier auf der Anlage steht. Oh, das wird wohl nicht. Ah, das ist was für die Ente. Aber vielleicht kriegt das ja noch. Oh, jetzt haben wir es auch noch schwer gemacht, Dicky. Eh? Ja, das ist ein eingeweichtes Brötchen, kann man auch essen. Schön. Aber man sieht ja schon schön, dass der seine Anlage mittlerweile wirklich gerne und gut besetzt hat. Der ist sehr entspannt. Der kommt hier komplett bis an Wasserkram vor.
Der ist mit den Geparden recht entspannt. Alles wunderbar, so wie man sich das wünscht. Fungo, auf einem guten Weg, hat hier draußen die nächste Hürde gemeistert. Und schon zieht es ihn wieder Richtung Mädels. Hier wartet dann wohl seine nächste Herausforderung. Zayas Geburtstagstorte, noch immer unberührt. Das Nesthäkchen, anderweitig beschäftigt. Hier muss ich nicht viel um irgendwelche Gedanken machen. Mama organisiert das. Und wenn dann irgendwas anders ist als sonst, dann ist sie lieber bei Mama als eben woanders. Und das ist jetzt auch gerade der Fall. Ja. Das ist jetzt nicht schlimm, ist halt eben nur anders als andere Elefanten. Ne? Ab, vorwärts, komm, Zaya. Der nächste Versuch. Jetzt darf Mama mit. Und siehe da, Zayas Scheu. Schon ist sie verschwunden. Mach mal noch den Schieber zur Hälfte auf. Da kann Bauer noch mit reingucken. Bauer und Akito. Ja, das reicht. Ah, jetzt wird's noch ein richtiger Kindergeburtstag. Na? Auch wenn für Akito und Bauer nur noch ein paar Krümel übrig bleiben. Ja, für Zaya ist das Wichtigste, dass sie jetzt das Brot hat. Also der hat auf jeden Fall geschmeckt, die Eins. Na? Ja, Keva ist ja mittlerweile Profi im Geburtstag feiern. Ja, sie hat ja schon mehr als 5 Jungtiere zur Welt gebracht, die auch alle groß geworden sind und gedeihen. Von daher ist dann manchmal ein Geburtstag auch nicht mehr so wichtig. Ja. Aber es ist schön, wenn andere noch daran denken. Ja. Nicht bloß wir als Tierpfleger. Okay, fertig. Tristan, rufst du die alle rum und dann schicken wir dir raus auf die Innenanlage. Na dann weiter. Einen schönen Geburtstag. Ja. Los geht's. Und? Ist das Ei im Eimer? Okay. So, nochmal auskippen, dann sieht man es schön. Also hier sieht man ja, dass es mal befruchtet war und dass es abgestorben ist. Stinkt es? Es stinkt nee. Tut's nicht, nein. Na, also hier ist das Küken. Aber das war mal das auch Küken. Vorher sonst. Zack. Na, das sieht man schon schön. Also es ist relativ. Was würdest du sagen? Du hast ja noch mal ein bisschen mehr Erfahrung. Wie weit das jetzt ist? Ja. Vielleicht eine Woche. Hätte ich auch gedacht. Gott, also hier sieht man das Küken wunderbar. Na, das ist ja auch schon, hat jetzt hier schon eine Form angenommen. Das große Schwarze ist das Auge. Kein Familienglück. Auch das ist Natur. Ich gehe davon aus, dass sie am Anfang die Eier aussortiert hat. Vögel merken das ja auch, wenn da irgendwas nicht stimmt. Und die werfen ja aktiv dann das Ei, was nicht mehr lebt oder ob es nicht befruchtet war, aus dem Nest raus. Können wir hier nicht finden, weil es direkt über der Pate ist. Dann wäre es weg. Und von daher wissen wir auch nicht, wo es hin ist. Und beim letzten Ei kann es jetzt sein, dass sie gesagt hat, okay, da ist auch nichts drin. Dann gehe ich runter vom Nest. Also das merken die auch ganz deutlich am Gewicht. Genau, die merken das schon. Dann wissen die Vögel genau, okay, das lohnt sich jetzt noch weiter zu brüten. Ich meine, das ist ja auch Energie, ne? Wenn es sich nicht lohnt, dann wäre das einfach eine Verschwendung. So, ja. Was sagst du? Gut, ich freue mich, dass wir die Küken haben. Ja. Sehr schön. Man merkt es auch an den Hunger der Waldrappen. Die kriegen jetzt schon 2-mal am Tag. Aber schön, so soll es ja sein. Ich freue mich auch. So, na dann. Endlich wieder Ruhe. Zumindest für eine Woche. Mal sehen, was dann im Nest liegt. Okapi-Dame Ibina, etwas in die Jahre gekommen. Da genießt sie das Streicheln von Tana ganz besonders. Der einzige Punkt, wo ein Okapi nicht selber hinkommt mit der eigenen Zunge, ist tatsächlich das Ohr. Und da freut man sich dann natürlich schon, wenn der Pfleger mit seinen Fingerchen da auch ab und zu mal das Ohrenschmalz rausmacht. Das ganze Pflegeprogramm dann nächste Woche. Außerdem, die kleinen Löwen müssen auf die Waage. Und die Hamster werden in die Freiheit entlassen. Also dann bis kommenden Freitag. Tschüss.